Hallo, Breisach Video und Tour. Wir widmen uns heute den Hocks in der Stadt Breisach. Zuerst einmal, woher kommt eigentlich das Wort Hock? Bei Hock, da muss man etwas zurückgehen in die Geschichte, denn Hock ist die englische Bezeichnung für deutschen Weißwein vom Rhein. Ja, wo kommt das her? Die Bezeichnung leitet sich im 17. Jahrhundert vom Wein der Stadt Hochheim am Main ab. Die Herkunft Hochheimer wandelte sich über das inzwischen veraltete Hoggamur zu Hock. Die Bezeichnung wird nahezu ausschließlich für deutsche Weißweine vom Rhein eingesetzt. Und wegen des guten Geschmacks der Hochheimer Weine und der ihnen zugeschriebenen Gesundheitsförderlichkeit etablierte sich der Ausdruck "A good hock keeps off the dock". Also, in diesem Sinne, lasst uns losziehen zu den Hocks. Schüssele. Guten Tag. Herr Schüssele, wir sind hier bei welchem Verein? Wir sind hier beim Angelsportverein Breisach. Mhm. Den Verein gibt es seit 1928, genauso wie den Europaweiher hier. Mhm. Und ich bin der erste Vorsitzende seit 10 Jahren jetzt. Mhm. Wie viele Mitglieder hat denn der Verein? Der Verein hat zurzeit 168 Mitglieder. Eine feste Jugendgruppe, die schwankt eigentlich jährlich zwischen 30 und 40 Junganglern im Alter von 10 bis 17 Jahren. Und Sie haben was erzählt, Sie machen auch eine Reise, die Jungen? Die Jungen gehen jährlich abwechselnd einmal am Bodensee ins Zeltlager und einmal nach Schweden oder Norwegen. Wie ist denn das kulinarische Angebot bei dieser Veranstaltung? Genau. Das kulinarische Angebot ist also wie gesagt am Vatertagshock mit gegrillten Hähnchen vom Holzgrill, gebackene Forellen, geräucherte Forellen, selbstgemachter Kartoffelsalat, Kaffee und Kuchen. Jetzt sind wir hier an dem idyllischen Platz im Europaweiher. Wie stark sind Sie denn betroffen gewesen von den Retentionsmaßnahmen? Wie stark hat das der Verein betroffen? Es hat ihn sehr stark betroffen, weil das ganze Gebäude wurde hermetisch abgedichtet vom Keller bis nach oben. Aha. Es ist also eine sehr teure Angelegenheit gewesen. Zum Sommerfest wollte ich noch mal sagen. Ja. Da macht man natürlich auch wieder als Angelverein Fischspezialitäten. Jawohl. Da machen wir Lachsspätzle. Oh. Und dann gibt es obligatorisch wieder unseren Kartoffelsalat dazu. Mhm. Forellen, geräuchert, gebacken. Mhm. Also ein bisschen was anderes wie jetzt. Aber immer mit Fisch was dabei. Und Sie sagen noch mal das Datum, das findet statt am? Es findet am 9. September statt. Mhm. Dann haben wir noch mal ein Zwiebelkuchenessen, das wird am 10. meine ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, jedenfalls im Oktober sein. Ja. Und dann zum Abschluss im November nochmal eine Glühweinparty. Oh, ganz, ganz toll. Also wird doch einiges gemacht von diesem Verein, ja? Wunderbar. Haben Sie irgendeinen Wunsch für die Zukunft, den Sie uns mitgeben möchten? Ja, dass ich mehr Helfer finde, mehr freiwillige Helfer. Ja, genau. Das wäre der Wunsch. Und die Jugend
sind wir natürlich auch immer dran, dass man die einbindet, mit ins ganze Vereinsleben mit einbindet. Ja. Die sind aber auch aktiv dabei, man muss sagen, sie räumen die Tische ab, sie sind also wirklich... Herr Schüssle, vielen lieben Dank, ja, und weiterhin noch dem Fest einen schönen Verlauf. Den Algerio-Vatertagshock? Den Vatertagshock gibt es jetzt 19 Jahre. Nächstes Jahr haben wir 20-Jährige. Wunderbar. Und was habt ihr alles im Angebot für die Gäste? Also wir haben im Angebot unsere Original-Algerio-Steaks, die ja bekannt sind. Pommes und Würste. Dann haben wir ein reichhaltiges Kuchenbuffet. Kaffee natürlich dazu. Bier, Wein, Sekt, was sich so gehört. Wunderbar. Wie viele Leute sind denn heute im Einsatz? Ja, es sind so ungefähr 35 bis 40 Leute, die hier arbeiten. Ja, davon haben wir Gäste im Bierwagen, die Hofnarren. Die helfen uns immer am Vatertag. Wir helfen ihnen am Weinfest dafür. Wie viel Organisationsaufwand ist es denn? Wie lange habt ihr jetzt gebraucht, bis alles so stand, wie es jetzt hier präsentiert wird? Ja gut, wir tun am Dienstagabend tun wir alles richten, zusammenbauen. Fahren wir am Mittwochmorgen los. Wir fangen hier um 9 an aufbauen, gestern Nacht um 11 bin ich heim, aber dann war alles gerichtet. Wir waren gestern auch sehr viele Leute, beim Aufbau waren wir schon ungefähr 25 Leute und dann ist es eigentlich sehr gut gelaufen. Ja. Und morgen halt brauchen wir nochmal so unsere 6 Stunden zum Abbauen, Minimum. Ja. Habt ihr denn dieses Jahr noch was vor, noch eine Veranstaltung, die ihr ausrichten wollt? Ja, ne, ja wie immer, den 11.11., den machen wir ja immer zusammen mit der Hofnarren, den machen wir wieder auf jeden Fall. Wird sich dieses Jahr durch das Jubiläum von der Narrenzunft etwas anders gestalten. Es wird nicht auf dem Kupferdorplatz sein, es wird wieder in der Stadthalle sein auf jeden Fall. Aber alles Weitere sehen wir dann noch. Kann ich noch nicht verraten. Genau, wunderbar. Wir sehen jetzt, alle Plätze sind gut besetzt. Ja? Ich denke, du bist zufrieden mit dem bisherigen Verlauf? Sehr gut, sehr gut. Hat sehr früh angefangen. Um 11 Uhr sind die Leute schon gekommen. Wir haben um 11.15 Uhr schon die ersten Steaks verkauft, also so früh wie noch nie. War also wirklich klasse. So, das war's nun. Unsere Berichterstattung über die zwei Hocks in Breisach anlässlich des Vatertags 2017. Sie richten auch ein Hock aus. Sie haben eine Veranstaltung, feiern ein Familienfest, ein Jubiläum, Geburtstag, Hochzeit. Gerne sind wir von Marc Bock Film für Sie da. Kontaktieren Sie uns. Unsere Daten dazu finden Sie im Abspann. Das war's für heute. Bis bald wieder. Breisach Video und Tour. Tschüss, tschüss.